Schön, dass ihr da seid, hier im Studio und zu Hause heute zur 24. Folge. 24. Folge sagt nicht jedem was, etwas, aber es sind 2 Jahre, 24 Folgen Pro und Contra. Und das wollen wir nutzen, um mal wieder ein bisschen zu feiern. Wir, das sind Stefan Gaube, mein Experte heute wieder an dem heutigen Abend, und ich. Und natürlich unsere Gäste, und das live aus dem Audio-Koop-Studio in Emmerke. Viel Spaß jetzt in den nächsten 90 Minuten mit Gaubes Gerüchteküche. Ja, Pro und Contra ein bisschen anders als sonst. Wir haben heute 3 Speisen vorbereitet. Haufenweise Gerüchte und ein bisschen kochen werden wir hoffentlich auch. Ich weiß nicht, wie qualitativ hochwertig das hier wird, aber wir sind ganz gespannt, Stefan. Deine Kochkünste? Ja, wir haben es ja schon geschrieben hier, nicht nachmachen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich habe die Himbeeren probiert, die sind okay. Sehr gut, ja, schön. Und alles andere werden wir gleich mal sehen. Ne? Ich hoffe, es verletzt sich keiner. Das wird nicht passieren. Pflaster haben wir schon vorbereitet. Präsentiert wird das Ganze natürlich wie immer von der Firma Hempelmann Haustechnik, der Sparkasse Hildesheim, Goslar, Peine, Einbecker Brauherrn und die Firma Unicut GmbH. Stefan, halt doch gerne das Weihen. Stefan, nochmal in die Kamera. Ah. Da haben wir die Kamera. Ja, wir müssen uns hier ein bisschen eingrooven. Ja, ich bin so selten in der Mitte, so wie du, weißt du, von daher. Und Gäste bin ich euch auch noch schuldig. Wir haben für die Vorspeise gewinnen können den Manager des TuS Grün-Weiß-Himmelstür Handball, Ralf Weber. Aufgestiegen ist er mit seiner Mannschaft, mit seinem Team. Den Hauptgang wird mit uns zubereiten. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Der Sportdirektor vom SV Bavenstedt, noch sitzt er im Publikum. Gleich sehen wir ihn auf der Bühne. Darius Schwientek und das Dessert Matthias Iman, der Manager von den Sportfreunden Söhre. Also hochprominente Gäste aus der Hildesheimer Sportszene. Und wir haben natürlich auch unseren Partner Audio-Koop Studio hier wieder zu Gast, wo wir immer zu Gast sein dürfen. Liebe Maike. Ja, hallo. Bevor ihr loslegt, dachte ich mal kurz was zum Anstoßen auf die 2 Jahre. 2 Jahre Sportnews und Pro und Contra sind einer der allerersten Kunden quasi des Studios. Ihr wart schon mit dabei, als wir noch drüben während Corona in der Lagerhalle gestreamt haben, ja, und seid jetzt immer noch bei uns. Das freut uns total. 2 Jahre, 24 Folgen, das ist eine ganze Menge, und ich finde es ziemlich cool, was wir hier heute auf die Beine gestellt haben. Eine Kochshow. Ich bin sehr gespannt auf das Essen, auf die Gerüchte, und ja, ich würde sagen, wir stoßen einfach mal an. Auf jeden Fall, sehr gerne. Vielleicht möchte der Anton ja auch noch mal kurz mit hochkommen. Oh ja, Anton, komm doch mal hoch mit einem großen Applaus. Ja. Bring mal ein Mikrofon mit. Willst du kein Mikrofon holen? Nee, du stößt nur an. Und wenn wir jetzt schon zu viert sind, machen wir die Runde doch jetzt noch um eine Person oder ergänzen wir die Runde um eine Person. Hier ist er, ich habe ihn eben schon angekündigt, Ralf Weber, Manager des TuS Grün-Weiß-Himmelstür Handball. Ralf, schön, dass du da bist. Über deine Kochkünste, Stefan habe ich ja schon gefragt, reden wir gleich noch. Dann lasst uns doch erstmal anstoßen. So. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wer möchte Sekt? Wer möchte gemischt? Wer möchte ich nehme Sekt. Zur Feier des Tages würde ich auch einen Sekt mal ganz nehmen. Ganz wunderbar. Oder ist das Champagner? Ja, natürlich. Ja. Ist Champagner. Ich nehme auch Sekt. Ralf, was möchtest du? Ich würde auch einen Sekt nehmen. Ja, ein Träumchen. Super. Ja. Auf Paul Bocuse, ne? Bitteschön. So. Ich nehme den O. So, ja, dann ja, Prost. Auf eine erfolgreiche Sendung und noch mindestens 24 weitere. Mindestens. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Prost. Prost. Auf uns.